Und damit sind wir wieder bei Alan Wake und wir gehen jetzt ins Special 1, weil wir können natürlich nicht mit diesem Ende, können wir uns einfach nicht zufrieden geben. Bisher bei Alan Wake. Etwas, das ich nur als das Dunkel kenne, hielt meine Frau gefangen und brachte mich dazu, eine Horrorgeschichte zu schreiben, die wahr wurde. Ein Teil von mir war klug genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Ich rettete Alice und schrieb ein besseres Ende, aber nicht ohne einen Preis. Ich war irgendwo an einem dunklen Ort gefangen, einem seltsamen Bereich irgendwo jenseits unserer Welt. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nach jedem schwierigen Projekt hat man gemischte Gefühle. Erfolg und Erleichterung, Traurigkeit und Depression. Eine Weile ging es nur um die Arbeit. Sie verzehrte dich, veränderte dich. Du hast dich dafür zurückgezogen. Und jetzt musst du genesen. Lernen, ohne sie zu leben. Einen Weg finden, die Tür zu öffnen und das Licht hereinzulassen. Ich kannte diesen Ort. Er war vertraut. Aber irgendwie falsch. Willkommen im... Hä? Alles erschien so surreal, wie ein Traum. Was geht denn da bitte ab? Ich fasse es nicht. Ich habe alle ihre Ich hatte Bücher. Ein verstörendes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nicht, warum ich hier war oder wo ich vorher gewesen war. Aber im hinteren Teil des Diners wartete etwas auf mich. Probieren Sie den Kaffee, aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Hier, der scheint nur so eine Art... Die sind gar nicht echt mehr. Alle. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Scheinen irgendwie nur so ein bisschen die Erinnerungen zu sein, ne? Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Ja, ist okay. Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen. Aber wir sind beide alte Glas. Flasche durch Blutung. Oh ja. Warte. Ist das dein Ernst? Schon wieder? Ist ja widerlich. Hier, ja, bitteschön, Jungs. Odin und Thor, ja. Die beiden sind da echte coole Typen. So, okay, hier ist... Die Musik ist voll kaputt und falsch. Was ist mit dem Wecker los da hinten? Warum blinkt der so? Ich komme hier nicht rein. Gehen Sie doch nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich habe schon so viel durchgemacht. Hallo? Ich hasse euch. Wir sind alle scheiße. Drücken. Jo. So mache ich auch Klotüren auf. Immer. Was ist das denn für ein Fernseher? Ist auch nicht normal, ne? Oh. Alan, hören Sie. Ja. Gehen Sie nicht tiefer. Warum nicht? Was? Konzentrieren Sie sich. Sie verlieren sich in Details. Ich will helfen, aber es liegt an Ihnen. Okay. Suchen Sie einen besseren Kontaktpunkt. Was meinen Sie? Ich kann Sie nicht hören. Bitte, Ihretwegen geschieht das alles. Konzentration. Folgendes passiert. Albträume. Zu tief. Ertrage den Druck nicht. Es ist zu viel. Plötzlich merkte Wake, wie er sich selbst gegenüberstand. Als ich mich selbst sah, wurde der Traum plötzlich deutlich. Der dunkle Ort. Da befand ich mich. Sie werden Waffen brauchen. Jo. Danke. Cool, es Taschen. Es geht nicht ums Licht, sondern wofür es steht. Sie werden es brauchen. Und was noch? Eine Knarre. Super gut. Dankeschön. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug in einem logischen Ausschlussverfahren. Ach so. Vorsichtig. Ich versuche einen besseren Kontaktpunkt zu finden. Ich verstand Zanes Nachricht nicht. Und es half nichts, dass ich wusste, wo ich war. Etwas war passiert, nachdem ich mit Departure fertig war. Aha.
Darum wird mir jetzt die Tür aufgemacht. Ich meine, ich bin dankbar für jede Hilfe, aber ich hasse dich. Die alte Frau wieder. Was war das? Die alte Frau ist doch weg. Also bitte keine alte hässliche Schreckfrau mehr. Na toll. Der Tag war zur Nacht geworden. Das Diner war verlassen. Dann wurde die Tür rausgerissen und Wake musste um sein Leben kämpfen. Was? Muss das sein? Ich will hier rein. Ich will den Wecker haben. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will den Wecker haben, weil er glänzt. Ich bin wie so ein Rabe, echt, was so Spiele angeht. Alles, was irgendwie blinkt und glänzt, will ich haben. Ach, guck dir einer an. So viel Schuss habe ich gar nicht, um mit denen fertig zu werden. Oder? Vielleicht ja doch. Boah, ich stehe hier so scheiße, ne? Unfair, 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 unfair. Wecker? Wecker nehmen. Sammelbare Wecker. Okay. Vielleicht muss ich mich jetzt hier aus diesem Albtraum aufwecken. Oder so. Zane! Warten Sie auf mich! Ja, warte mal auf mich. Die Welt war verdreht. Diese Bäume gehörten nicht hierher. Was? Warum? Ach komm schon, ich hab gar nicht so viel... Das ist unfair. Ich hab gar nicht so viel Munition. Nee, ich will nicht mit euch kämpfen. Ich habe nicht genug Munition, um mich mit denen anzulegen. Mach ich nicht. Das ist unfair. Lass mich doch da rein. Na toll, jetzt bin ich im Haus. Bringt mir das was? Ja, die Tür ist zu. Gut. In das Zimmer komme ich wohl nicht. Soll ich da lang? Ich will erst hoch. Hoch geht's nicht. Das ist der Lake. Ich höre schon wieder irgendwas, was hier gar nicht hingehört. So, ich nehme das mal. Ich wusste, es war mein Werk, aber die Wörter waren traumartige Fragmente. Lud hektisch nach. Die Munition glitschig in meinen schweißnassen Händen. Aber es war nur das Rollen. Ein Katzensprung vom Zelt entfernt. Das Bett sah einladend aus, aber ich musste weiter. Aber ich musste weiter. Das Telefon schreckte sich. Telefon. Oh, das ist gut. Das GPS-System funktionierte. Das hatte ich nicht erwartet. Ja, geh ran. Hallo? Ich versuche, Sie zu erreichen. Hören Sie mich? Hören Sie mich jetzt? Ja. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen, aber Sie treiben weiter ab. Ich erreiche Sie nicht. Sie müssen zu mir. Ich kann die Verbindung nicht halten. Benutzen Sie die Worte. Folgen Sie dem Signal. Benutzen Sie die Worte. Natürlich funktionierte das GPS-System nicht. Es gab hier wohl keinen Satelliten in Reichweite. Dieser Himmel war fremd. Alter, aber du bist... es führte mich zu etwas. Zu Zane? Du bist in Nightmare Village, Alter. Da ist so normal, dass so nichts funktioniert. Was ist das?
ist eine bessere Taschenlampe. Anscheinend ist es eine bessere Taschenlampe. Leuchtpistole. Jo, gutes Ding, ne? Und? Aufladen. Was aufladen? Was ist das denn? Mega-Packet-Lithium-Batterien. Ich muss hier raus, oder? Etwas hatte sich wieder verschoben. Hä? Der dunkle Ort spielte mir Streiche. Er hielt nicht still. Sieht wohl ganz so aus. Die Stadt selbst wandte sich gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu. Wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Toll. Ich freue mich. Das wird ja richtig lustig werden dann jetzt. Wo soll ich denn hin? Darf ich nochmal ins Diner? Oder bringt mir nicht so viel? Ich kann nicht da rein, okay. Oh jo. Hör mal auf. Oh, das ist nicht gut. So. Habe ich auf jeden Fall schon mal zwei von viel zu vielen Autos kaputt gemacht. Komm schon. Ujo. Noch was? Was kommt jetzt? Der da? Der? Der? Der da hinten. Der. Komm schon. Gut. Immer hinter irgendwelchen Gegenständen an verstecken, damit ich nicht abgetroffen werde. Soll ich da rein? Sieht so aus, ne? So auffällig, wie die Tür flackert. Und Sachen, die ich jetzt finden kann, sind anscheinend begrenzt auch. Werkzeug. Oh, cool. Alter. Jetzt bin ich aber... Ist aber Geschenkezeit jetzt hier. Sonnenbrille vielleicht mal mitnehmen, wa? Okay, hier geht's nicht lang. Hätte ich mir denken können. Hinter mir. So. Das waren aber doch nicht alle. Genau. Na, lass mich. Nein! 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 Oh, diese Typen, ey.
Ja, das war eine super tolle 4 Milliarden 80 Grad drin. Ach komm schon, hört doch mal auf. Das ist so nicht fair. Ach, hört doch mal auf. Nein! Ach, warum hab ich denn... Was blieb mir anderes übrig? Ich wollte nicht schon wieder abkratzen. Echt, Alter, diese Waffe hier, ne, ist mehr eine Behinderung als alles andere. Ganz im Ernst, ey, was für ein Scheißgewehr. Schießt du zweimal, diese Schüsse sind nicht mal irgendwie wirklich wirkungsvoll irgendwie. Und dann brauchst du 2 Milliarden Stunden, um das wieder aufzuladen. Alles, was ich sah, war vertraut. Und doch wieder nicht. Hallo? Ich komme nicht hinterher. Sie dringen zu weit ein. Ich führe Sie. Folgen Sie dem Signal. Ich versuch's ja. Sie müssen sich selbst gegenübertreten. Folgen. Ich muss mir selbst gegenübertreten. What the fuck happened? Odin Anderson. Das GPS-System sollte mich zu Zane führen. Aber die Verschiebungen störten es. Ich musste es weiter versuchen. Allein würde ich es nicht schaffen. Ja. Der gute Odin-Pappaufsteller, wer kennt ihn nicht? Odin Anderson. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Ich habe sowieso nur einen Schuss auf diesem Kackgewehr, von daher, das benutzen wir auch noch. Dann wechselt der ja sowieso automatisch auf die andere Waffe über. Okay, hier gehen wir nicht lang. Soll ich da lang? Darüber eigentlich? Ja, hier auf jeden Fall schon mal nicht durch. Das sieht ja auch geil aus hier, ey. Die Veränderungen wurden gravierender. Die Straße war nicht aufgerissen, sondern verschwunden. Als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Alles fühlte sich instabil an. Ja, aber wie kann das sein, dass da jetzt in seiner... Ja, es ist ja so eine fiktive Welt einfach. Unsere Gesetze gelten hier sowieso nicht. Da ist auch noch ein Pappaufsteller. Ich soll da geradeaus, aber... Ich habe das Gefühl, hier einfach eine ganze Menge an Sachen zu finden. Jo. Lithium-Batterien. Alles Mögliche. Scheiße. Leuchtfackel. Schön. Und Blitz. Was ist Blitz? Ah, Blendgranate. Wunderschön. Leuchtfackel. Ach, guck mal. Und jetzt finde ich hier Sarah Breaker. Das Beste aus Bright Falls. Die heiße Sheriff-Braut, die feste zuhaut. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus, taucht tief in das Doppelleben einer erfolgreichen Polizistenkarriere ab und handelt von einem Geheimbund. Und fügt sich der kleine harmlose Polizist in eine Bruderschaft? Weiß man nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier allen Charakteren, die wir so... Ja, in Ellens Geschichte eigentlich entdeckt haben, irgendwie nochmal vorgestellt, aber irgendwie in anderen Zusammenhängen. Oh, jo.
Nix da. Gibt's nicht. Komm, Alan, hoch da. Na toll. Ich freue mich schon. Mit Vogelschwarm auch, ne? Ach, wie unfair. Wie krass unfair. Ja, vergiss es, Alter. So gar nicht. So einfach gar nicht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wirklich gegen die kämpfen soll oder ob das einfach nur... Ja, komm hier, ich nehme erstmal die nutzloses. Ne, erstmal lade ich den Revolver nach. Dann nehme ich die nutzloseste Waffe, die es in dem Spiel gibt. Schwere Geburt. Ich bin so mega konzentriert dabei, ne?